was told that you belong on the riverside, looking far from being strong, turning from the tide. Sophia, sag mal, warum du immer? Warum immer du? Warum immer ich? Genau. Ist heute mal ein ganz, ganz schöner, unschöner Start für unser Follow Me Around, denn die Mama ist schon wieder dabei. Denn die Hallo. Richtige Kamera. Ich bin hier und ich sorge dafür, warum die Sophia immer sie ist. Die richtige Kamera ist nämlich nicht dabei, meine Spielreflex ist nämlich zu Hause. Von daher wird es ein ganz, ganz unschöner Start in den Urlaub. Ja, aber muss man dazu sagen, dass der Freund total süß war. Ich sitze jetzt hier an unserem Gate und hier ist irgendwie noch gar keiner da und ich finde, der Flughafen in Paris ist echt riesig und irgendwie minimal unübersichtlich. Wie ihr gemerkt habt, war der Start in diesen Urlaub beziehungsweise ja nach Uruguay jetzt nicht so prickelnd, weil einfach die Kamera leider nicht mit ist. Das heißt, ich muss jetzt mit der hier zurechtkommen, auch für Fotos und alles und für Urlaubserinnerungen. Ist ein bisschen doof, aber mal schauen, wie sich das Ganze jetzt noch regelt. Und wir fliegen dann, also jetzt ist eben gerade 8 Uhr und wir fliegen ungefähr 3,5 Stunden Richtung Argentinien und von dort aus landen wir zwischen und dann bleiben wir im Flieger und dann fliegen wir weiter nach Uruguay, Montevideo. Von daher bin ich dann so morgen, jetzt ist 8 Uhr hier in Europa, morgen so gegen 3 Uhr deutsche Zeit bin ich dann da, fast 24 Stunden unterwegs. Und noch einer. Die Mama und ich, wir sitzen eben gerade im Flieger und wir haben sehr, sehr schöne Plätze erwischt und zwar sitzen 4 Kinder vor uns. Ich glaube, die Lautstärke, das kriegt ihr auch mit. Wir hoffen, dass die ganz, ganz schnell müde werden. I went down to see you there. Your eyes were dark and cold. Endlich angekommen. Wir sind jetzt hier in Uruguay und holen unsere Koffer ab. Ich weiß zwar nicht, wann ich mich das nächste Mal melde, aber wir müssen jetzt erstmal noch durch die Zollkontrolle und dann mal gucken, was heute noch so passiert. Nach ein paar Tagen melde ich mich jetzt wieder, beziehungsweise sind es nur 2 Tage. Und hier ist das Haus, wo meine Mama groß geworden ist und wo ich auch 1,5 Jahre gelebt habe, wo wir auch immer wieder zurückkommen. Und wir laufen jetzt ein bisschen durchs Dorf und dann werdet ihr ein bisschen sehen, wie so ein typisches Dorf in Uruguay aussieht. Und die Straße ist sehr laut, wie ihr merkt. Also, wir sind eben gerade laufen jetzt durchs Dorf und ich glaube, ihr habt schon ein paar Eindrücke gesehen. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich so viel filmen soll, weil hier ist alles so grau und, oh Gott, da kommt ein böser Hund. Mama, können wir ein bisschen... Nein, er sieht aus wie ein Wolf. Die Mama wollte schon wieder was zu essen kaufen. Aber wir können nicht so viel hier essen. Wisst ihr, wie viel wir schon gegessen haben? Wir werden gemästet. Mit allem. Ja, dafür. Jetzt werde ich nochmal hier das Zentrum des Dorfes filmen und das Wasser nämlich auch schon. Das ist so viel größer ist das nicht. Wieder nachts und meine Mama steht eben gerade in der Küche. Wie ihr seht, hat sie sich sehr, sehr schick gemacht. Ich sehe auch so ein bisschen, naja, ihr seht, sieht man jetzt nicht so viel. Wir sind eben gerade auf dem Weg zu einem 15. Geburtstag, beziehungsweise machen wir uns gleich auf dem Weg. Aber in Südamerika haben es die Leute nicht so ganz mit Pünktlichkeit. Wir warten jetzt schon über eine halbe Stunde. Ich denke, es wird auch noch ungefähr eine Stunde dauern. Ich kann die Kamera leider dort nicht mitnehmen, denn ich habe keine Tasche, die groß genug ist. Und hier ist das immer so eine Sache, was Klauen und sonst was angeht. Deswegen lasse ich sie hier. Aber vielleicht kann ich euch ja danach so ein bisschen berichten, wie es so war. Oder ich kann Fotos einblenden. Und genau, das vielleicht, das funktioniert wahrscheinlich. Also bis zum nächsten Teil, wahrscheinlich morgen oder sowas. Nämlich eben gerade im Vorgarten und zwar ist der Vorgarten voll mit riesigen Hibiskus, so schöne Hibiskus, Bäume, es sind fast schon Bäume, mit so, so schönen Blumen, unglaublich. Da, wo die ja, aber das ist das Einzige, wo die hier typischerweise einkaufen gehen.
Erzähl du bitte was Spannendes. Dass wir hier in der Hauptstraße sind. Ach so, wir sind hier in der Hauptstraße. Kann ich mal kurz zeigen. Ja, so sieht das hier tagtäglich aus. Es laufen hier Sachen durch die Straßen. Oder Leute oder Gegenstände oder was auch immer. Alles Mögliche findet man auf der Straße. I would hum and whistle through, and you would try to get the tune, but you never really heard it anyway. Heute bin ich mal alleine unterwegs und ich werde jetzt mit dem Auto von meinem Opa zu meinem Opa fahren und zu meiner Oma. Und da gibt es jetzt lecker gleich Mittagessen. Und ja, ich bin gespannt, weil ich noch, oh Gott, ist die Sonne, es gibt ganz schön viel Sonne. Heute habe ich sehr kurze Sachen an, weil es heute ausnahmsweise mal etwas heißer ist als sonst. Und so. Oh. Man könnte jetzt denken, ich wäre laufend gekommen, aber ich habe auf dem Weg meine Mama gefunden und meinen Opa. Das heißt, wenn man hier einmal durchs Dorf fährt, trifft man eigentlich die ganze Familie. Deswegen wollte ich eben gerade entgegenlaufen, aber sie hat schon wieder Leute getroffen und nee, das ist jetzt zu viel geredet. Ich hatte heute Morgen schon zu viel. Wo? In der Provenza. Das ist ein ganz kleines Lokal in einem kleinen Dorf. Heute sind wir mal auf dem Weg nach Montevideo. Und zwar ist es die Hauptstadt von Uruguay. Wir besuchen heute die Mutter von einer Freundin und werden dort was Leckeres essen, weil hier dreht es sich 24/7 nur um Essen. Und die Mama fährt eben gerade hier in die Hauptstadt rein. Und ich werde versuchen, so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln, damit ihr mal so ein bisschen seht, wie das hier so aussieht. Zu meinen Großeltern, denn ich habe natürlich wieder das Glück, dass ich Auto fahren darf. Naja, hier im Dorf freue ich mich nicht so wirklich drüber, denn die fahren hier wie Geistesgestörte und das ist natürlich dann immer total toll. Vor allen Dingen, weil das Auto halt einfach nicht gerade so super weich ist und keine Servolenkung hat. Und für die verwöhnte Sophia mit Servolenkung ist das Ganze ein bisschen hart. Bevor ich jetzt losfahre, müsst ihr bitte einmal kurz mit mir beten, dass dieses Auto anspringt. Direkt, bitte. Wie man hört, ist das Auto angesprungen. Aber zuerst ist die Alarmanlage mal wieder angegangen, weil ich das natürlich wieder vergessen habe. So, naja, ein bisschen peinlich, aber egal. Up until that very moment, nothing else had seemed important. Everyone a disappointment, so, oh, oh. Wir sind eben gerade in Atlantida angekommen und zwar ist es hier ein Strand in Uruguay und hier sind wirklich sehr, sehr viele Leute, gerade im Moment Osterferien sind. Und ja, sieht an sich ganz schön aus, aber das Wasser ist wirklich schon sehr kalt. Es fängt an zu regnen, denn wir sind heute am zweiten Tag am Strand und zwar sind wir in Piliápolis und hier hinten scheint so schön die Sonne und da hinten ist es saudunkel. Deswegen werden wir jetzt schnell loslaufen, denn ich bin nicht ins Meer gegangen, es ist zu kalt. Die Mama ist so verrückt,
Stieß ins Wasser gegangen. Ja, ist super gut das Wasser. Es war überhaupt nicht kalt. Saukalt. We all move away, we all change. Ich bin eben gerade in unserem Garten und wir laufen jetzt erstmal Richtung Garten, Garten, Garten. Und beziehungsweise sind wir ja schon im Garten, ne? Ich werde jetzt die coolste beziehungsweise die leckerste Frucht ever pflücken. Denn wir haben hier einen Guavenbaum und es ist so lecker. Ich habe dieses, also jetzt zum ersten Mal sozusagen probiert. Und ohne Mist, ich werde euch hier mal eine pflücken. Diese Teile sind göttlich. Sie sehen nach nichts aus und man muss sagen, ich als Erdbeerfan, wirklich Erdbeerfan, sage, dass diese Teile noch besser schmecken als Erdbeeren. Das muss man mir erstmal glauben, ne? So sieht das Ganze aus. Relativ unspektakulär, aber wenn ich euch jetzt mal den Geschmack von dieser Frucht hier beschreiben müsste, würde ich sagen, dass es irgendwie schmeckt, so ein bisschen diesen Bubblegum-Geschmack, diesen Kaugummi-Geschmack hat, also wirklich sehr lecker. Falls ihr mal die Möglichkeit bekommt, die zu probieren, probiert's aus. Heute ist der vorletzte Abend. Jetzt essen wir noch was Leckeres. Danach gehen wir Koffer packen. Oh, Mama, guck nicht so entgeistert. Ach, Mama. Das ist alte Klamotten. Warum alte Klamotten? Ja, weil das ist gemacht mit dem Essen von heute Mittag. Guten Morgen. Eben gerade ist der letzte Tag in Uruguay. Ich habe noch nasse Haare. Es ist spät und wir haben trotzdem noch einen sehr, sehr langen Plan vor uns. Denn wir müssen mal wieder Menschen besuchen. Denn die Menschen sind sonst beleidigt, wenn man sie nicht besucht hat. Der letzte Tag hier, wir fliegen gleich los. Das war fast ein Reim, aber ich konnte ihn nicht zu Ende bringen. Oh Gott, man sieht alle meine Pickel. Man könnte denken, ich wäre schon den langen Flug geflogen, aber nein, ich sehe schrecklich aus im Moment. Aber wir sind eben gerade noch in Buenos Aires, das heißt in Argentinien, denn Air France ist nämlich ganz, ganz lustig. Denn dadurch, dass wir wieder in das gleiche Flugzeug steigen, mit dem wir schon hierher geflogen ist, geben sie nämlich nicht an, dass man hier noch eine Zwischenlandung macht. Und das finden wir beide gar nicht lustig. Deswegen, wir warten hier schon seit fast 3 Stunden. Und gleich geht's weiter nach Paris. Und ja. Das Ende wurde leider mal wieder vergessen. Aber ich hoffe sehr, dass euch dieses Follow Me Around gefallen hat zum Thema, von wo ich eigentlich herkomme. Auf meinem spanischen Kanal werden weitere Follow Me Arounds folgen. Dort wahrscheinlich sogar mehrere. Und auch mit meiner Familie zusammen. Von daher schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Den Kanal gibt es unten und abonniert mich am besten dort. Dann wisst ihr Bescheid. Und nächste Woche wird es auf meinem deutschen Kanal hier noch ein Food Diary zum Thema Uruguay und Essen geben. Genau aus diesem Grund kam das Essen in diesem Follow Me Around etwas zu kurz. Aber wir sehen uns bei meinem nächsten Video und hier verlinke ich euch noch mein letztes Follow Me Around und zwar das von Mauritius. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß bei meiner Hello April Reihe und wir sehen uns ansonsten auf Instagram oder Twitter. Bis dann. Tschüss.